So, Servus, Grüezi und Hallo alle miteinander. Hier ist mal wieder der Bono mit einem heute mal vermutlich ein bisschen kürzeren Tutorial, wobei ich glaube, das sage ich eigentlich immer. Zu FIFA 15 und zwar genauer zu der Auswahl des korrekten Torhüters. Ja, einige Leute kennen das ja in den Seasons. Da sind einige Torhüter in euren Teams dabei, wo ihr nicht genau wisst, hey, welchen Torhüter muss ich jetzt welchem anderen Torhüter vorziehen? Vielleicht auch in Ultimate Team. Ja, und deswegen gehen wir da heute mal so ein bisschen der Frage nach, mit welchem Torhüter steht ihr hinten drin am sichersten? Ja. Was macht ein Torhüter hier in FIFA zu einem wirklich guten Torhüter? Nehmen wir als erstes Beispiel mal Arsenal. Die haben hier Ospina und Szczęsny. Gucken wir uns direkt mal einfach den Vergleich an. Gehen wir da rein. Sprungkraft. Ja, Ospina ist ein bisschen besser. Reaktion, Beweglichkeit und Stärke sind so die Werte, die hier bei dem ersten Torhüter-Vergleich irgendwie ein bisschen Sinn ergeben können. Muss allerdings jetzt nicht direkt so wichtig sein. Wir haben ansonsten die Fähigkeiten, da gehen wir mal direkt drauf ein. Und zwar müssen wir da runter scrollen, dann sehen wir die fünf wichtigsten Werte, die wir hier haben. Und zwar sind das Flugparade, Fangsicherheit, Abschlag, Stellungsspiel und Reflexe. Davon ist Abschlag am ehesten zu vernachlässigen. Ja, darauf müssen wir achten. Am wichtigsten sind Flugparaden und Reflexe. Dahinter ein bisschen abgestuft, Fangsicherheit und Stellungsspiel auch nicht gänzlich unwichtig, aber ja, steht zumindest ein bisschen eher hinten an. Wir sehen hier bei Szczęsny ganz klar Abschlag 70 ist am geringsten, ist für den Torhüter im Grunde ja nicht das Entscheidendste, sondern entscheidend ist halt erstmal, kann der Torhüter Bälle halten, ne? Wie ist der Torhüter auf der Linie? Die Abschläge oder sowas sind in der Regel nicht so schlecht, also das kann man ja dann immer noch manuell ganz gut beeinflussen. Das ist bei Ospina ein bisschen anders, das Abschlag 77, schlechtester Wert ist Fangsicherheit 70 und in Flugparaden und Reflexe jeweils Szczęsny einen Punkt stärker als sein Kontrahent. Ansonsten, ja, eben nur gerade beim Abschlag so ein bisschen die Tendenz, bei der man gucken kann, okay, Abschlag hat Szczęsny weniger bei dieser Gesamtstärke. Das heißt, die Punkte sind auf die anderen Werte verteilt, was sehr, sehr gut ist. Bei Ospina ist es eben nicht so. Das heißt, da Ospina hier definitiv in einem relativ ordentlichen Nachteil. Und wir sehen jetzt noch den ganz, ganz anderen entscheidenden Wert, und zwar ist das die Torhütergröße. Ospina damit 1,83 sehr, sehr klein. Also im Vergleich für den Torhüter vergleichsweise klein. Und Szczęsny mit 1,96 einen sehr, sehr guten Wert für den Torhüter. 1,85 ist so ungefähr der Grenzwert, auf den man sagen würde, ja, unter 1,85 oder 1,85 ist ein ziemlich kleiner Torhüter. Torhüter sollte idealerweise eben wirklich groß sein. Idealerweise vielleicht sogar der größte Spieler, den ihr bei euch im Team habt. Das ist bei Szczęsny sehr, sehr gut. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze auch ein bisschen mathematisch machen. Wollen vermutlich die wenigsten Leute, kann man aber machen, wenn man sich einen Koeffizienten bildet, indem man Größe und Gesamtstärke einfach multipliziert, dann kriegt man einen Wert, mit dem man Torhüter ganz gut vergleichen kann. Das könnt ihr dann auch für Ultimate Team zum Beispiel nutzen. Und sonst könnt ihr vielleicht auch den Torhüter-Abschlagswert rausnehmen. Dafür müsst ihr dann allerdings über die anderen Werte summieren. Ihr kennt den Zirkus, ne? Oder vielleicht auch noch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Also wichtig ist, Gesamtstärke in Relation immer zur Größe sehen. Es kann auch durchaus so sein, dass jemand, der größer ist, aber vielleicht eine geringere Gesamtstärke hat als euer Torhüter, trotzdem der insgesamt bessere Torhüter für euer Team ist. Das wäre also hier ein Grund, um Szczęsny einfach mal einzuwechseln. So, und das behalten wir doch einfach mal so, selbst wenn ich mit Arsenal eigentlich nicht spielen würde. Sei es drum. Nehmen wir noch ein anderes Team mit als Beispiel, und zwar den FC Chelsea, den man online in den Seasons auch öfter findet und der zwei sehr, sehr gute Torhüter hat, die allerdings auch kleine Unterschiede aufweisen. Die gehen wir jetzt nämlich mal ein. Courtois und Čech. Sehen wir hier direkt im Mental-Physis-Vergleich. Courtois etwas vorne, gut in Reaktion ist Čech vorne. Insgesamt dann aber mit Stärke, Beweglichkeit, Sprungkraft. Courtois eine ganze Ecke vor seinem Kontrahenten aus Tschechien. Gucken wir uns die Fähigkeitsattribute an. Auch hier sehen wir wieder die Verteilung, die eigentlich für einen guten Torhüter ziemlich ordentlich ist. Und zwar, dass der Torwartabschlag der deutlich niedrigste Wert bei beiden ist. Allerdings hier sogar bei Courtois noch niedriger. Was ihm erlaubt, eben in Verbindung mit der Gesamtstärke in Flugparaden, Reflexe, Stellungsspiel und Fangsicherheit jeweils über Tschech zu sein. In Reflexe sogar 4 Punkte. Im Stellungsspiel sind das 3, bei Fangsicherheit sind das ebenfalls 3 und bei Flugparaden nur 1. Aber insgesamt eben da ein ordentlicher Vorteil für Courtois. Plus der andere Vorteil, er ist 3 cm größer als Tschech. Tschech mit 1,96, wie eben Szczęsny auch schon relativ gut eigentlich von der Größe her. Courtois mit 1,99, noch eine Ecke besser. Und das macht Courtois hier definitiv zu Nummer 1 vom FC Chelsea, wenn wir wieder den Koeffizienten bilden würden. Klarer Vorteil auf Seiten des Torhüters aus Belgien. So. Deswegen können wir das hier einfach so lassen. Optimal. Guckt euch das also vielleicht bei euch mal ein bisschen an, wenn ihr mehrere gute Torhüter in eurem Team habt oder bei Ultimate Teams zum Beispiel nicht wisst, welchen Torhüter, welchem anderen Torhüter ihr vorziehen solltet, dass ihr sagt, hey, jetzt habe ich den besten Torhüter für mich irgendwie in meinem Team, was ja auch schon recht wichtig ist, damit das Gesamtkonstrukt in der Defensive funktioniert. In dem Sinne,
probiert das einfach mal aus, guckt euch das ein bisschen an. Vielleicht hat euch das geholfen, vielleicht nicht. Im Zweifelsfall könnt ihr mich auch ruhig mal antexten, wenn ihr sagt, hey Bono, das oder das würde mich interessieren für ein Video. Ich nehme auch Vorschläge gerne an. Ne? Also ruhig kommentieren, was auch immer ihr wollt. In dem Sinne, bis nächste Woche und danke, ciao.